Ich habe mir einen gebrauchten 1000-Liter-Tank gekauft. Im letzten Video habt ihr gesehen, wie ich ihn die holprige Straße runtergebracht habe. Ich könnte ihn runterrollen, per Hand, der ist nicht so schwer. Ich möchte es aber mit dem Auto probieren. Meine Prediction, entweder das Seil reißt oder die Palette geht kaputt oder ich drehe durch. Irgendwie sowas. Eine extrem holprige, steinige, mit Schlaglöchern versäte Straße, richtig schlimm. Und als Schutz hatte ich eigentlich nur die Palette unten dran. Und echt überraschenderweise, man sieht, selbst die untersten Bretter, die sind noch dran. Also scheint alles sehr gut geklappt zu haben. Bevor wir mit der Installation des 1000-Liter-Tanks beginnen, hole ich euch erstmal ab, was euch zu erwarten hat. Ich habe mir 3 Hektar Land vor 1,5 Jahren gekauft. Das ist Off-Grid-Land. Das heißt, ich habe hier weder Stromversorgung noch Wasserversorgung. Ich habe unten einen kleinen Bach. Ich zeige euch, wie das Off-Grid mit Trink- und Nutzwasser funktioniert. Was langfristig mein Plan ist, um hier das ganze Jahr über Wasser zu haben. Und außerdem, wie aktuell die Wasserversorgung funktioniert. Und wenn alles gut läuft, bauen wir am Ende des Videos zusammen einen Damm. Wie ich das alles installiert habe, kennt ihr ja aus einem anderen Video. Und ich muss sagen, dieses Schlauchsystem ist echt ein Dorn im Auge. Also von Anfang an habe ich geplant, hier nur 2 bis 3 Jahre lang diese Schläuche zu haben. Und bis in 3 Jahren, ein Jahr ist schon vorbei, möchte ich hier dauerhaft fließend Wasser haben. Ich habe schon letztes Jahr angefangen, Dämme zu bauen, das zeige ich euch später. Aber jetzt geht es erstmal um diesen Schlauch, der hier quer durch mein ganzes Land geht und der Witterung ausgelegt ist. Und bis hierhin in meinen Food Forest geht, um die Pflanzen zu bewässern, inklusive Dusche. Fangen wir mit diesem guten Goldstück an. Also nochmal vielen, vielen, vielen Dank für die Spende. Das ist ein sogenannter IPC-Container, ein 1000-Liter-Tank. Ein gebrauchter. Und das ist ein bisschen knifflig mit der Sache, weil bei gebrauchten Containern weiß man oft gar nicht, für was sie verwendet wurden. Die werden ganz oft an Baustellen verwendet, um irgendwelche Reinigungsmittel reinzumachen. Aber auch an Tankstellen, um Öl drin zu lagern. Und leider ist das so einer gewesen. Ich zeige euch mal, wie er von hinten aussieht. Aber es stinkt immer noch nach Kerosin und schaut mal, wie das da innen aussieht. Wir bringen ihn jetzt erstmal da hoch, schließen ihn an und gucken, ob das Wasser überhaupt da reinfließen kann. Und dafür muss das alte System jetzt erstmal geöffnet werden. Ui. Oben sind die Absperrhähne zu, das heißt, hier müsste jetzt nur wenig rauskommen. So, und ich bin hier übrigens in dem Bereich, wo ich zukünftig den Garten für die Hühner haben will. Also hier habe ich mehrere Terrassen gebaut. Das war alles vor einem Jahr, deswegen ist es so überwuchert. Aber das ist eine Möglichkeit, um Wasser zu sparen. Ich hoffe, man erkennt es. Aber dadurch, dass ich hier so Graben gemacht habe, die alle level sind, wird das Wasser hier aufgefangen und sickert langsamer ab. Und somit werden die Pflanzen besser bewässert. Und der 1000-Liter-Tank soll jetzt ungefähr hier hin. Das heißt, ich will auch, dass der Schlauch nicht mehr hier runter geht, sondern jetzt möglichst gerade hier lang geht. Und ich hoffe echt, dass es von der Steigung reicht, sonst muss der ganze Schlauch wieder zurückverlegt werden. So, jetzt wird erstmal getestet, ob es überhaupt an für sich funktioniert. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um die Steigung, weil die Boxen, die blauen, die Tonnen, die müssen ja weiter oben sein wie dieser Tank. Und das prüfen wir jetzt. Dann würde ich sagen, Wassermarsch. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich zeige es euch, wie die Steigungen hier sind. Also, ja, letztes Jahr war das echt ein Kampf, das zu machen. Dann weiß ich noch, bin ich ganz am Anfang hier runtergegangen und da wieder hoch. Und habe mich dann umentschieden und gehe jetzt hier lang. Hier. Da habe ich immer so Markierungen, Markierbänder. Dann habe ich mich hier durchgekämpft, durch diese Büsche. Da seht ihr die Markierung. Und jetzt kommt die Stelle, die ich gerade eben gemacht habe. Und jetzt wird es hier wieder wellig. Das heißt, mal gucken, ob es so funktioniert. Aber man sieht hier, das geht richtig hoch. Das muss ich besser machen. Dann geht er hier lang. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob jetzt gerade hier Wasser läuft. Das klingt doch schon mal sehr geil. Sehr, sehr geil. Funktioniert. Oh, geil, Alter. Das war jetzt schon mal ein erfolgreicher Test.
Und es tropft bisher auch nichts, das heißt, der 1000 Liter Tank scheint dicht zu sein. Aber den füllen wir jetzt auf und gucken dann, wie es dann ist. So, fertig. So viel ist jetzt hier drin. Sieht immer noch sehr eklig von innen aus. Aber wir öffnen den jetzt mal und lassen alles raus. Also das Wasser sieht schon mal gut aus, finde ich. So, dann geht es an den Anschluss. Das ist das alte Kabel und meine Idee ist jetzt so ein T-Stück hier zwischen rein zu machen. Und dann habe ich hier diesen Adapter und dann will ich den Tank praktisch von unten nach oben auffüllen. Und genau, das machen wir jetzt. Das heißt, ich zeige das euch jetzt im Schnelldurchlauf. Erstmal den Schlauch durchschneiden, gucken, dass man hier eine möglichst gerade Kante hat. Und jetzt gucken, dass der Schlauch auf jeden Fall gerade ist. Und damit es auch möglichst sauber ist, kann man hier die Kanten auch ein bisschen ankokeln. Es geht eigentlich nur darum, damit es möglichst gut aufsitzt und dicht ist. Und mit so spitzen Kanten besteht die Gefahr, dass man den Dichtring kaputt macht. So, um aus dem 1000 Liter Tank rauszukommen, haben wir dann hier haufenweise Gewinde, wie dieser Adapter. Und dafür habe ich Teflon Tape, um das alles wasserdicht zu machen. Das heißt, ich gehe da jetzt immer so mindestens 7 Runden drumherum. Vor allem die Kombination Plastik mit Metall, da wäre ich vorsichtig und nicht zu fest zudrehen. So, das ist immer bei Plastik so ein Ding. Wenn ich das einmal durchdrehe, dann mache ich es kaputt. Ich hoffe, das hält jetzt alles. Das heißt, das kommt hier rein. Zack. Aha, die Gewinde drehen sich immer noch. Das will ich eigentlich nicht. Et voilà, fertig angeschlossen. So, meine Freunde, der Wassertank ist fertig und jetzt muss er befüllt werden. Und ich habe von meinen Freunden eine Wasserpumpe, eine solarbetriebene Wasserpumpe geschenkt bekommen. Das Problem, sie ist kaputt. Ein weiteres Problem, sie war schon mal kaputt, dann wurde sie in Reparatur gebracht, dann hat sie einmal funktioniert und ist wieder kaputt gegangen. Aber ich werde trotzdem mein Glück versuchen und jetzt irgendwie auf Fehlersuche gehen. Ihr wisst, ich habe Elektrotechnik studiert, erfolgreich nach dem 4. Semester abgebrochen. Deswegen gehe ich jetzt mit sehr gefährlichem Halbwissen ran. Wie will ich jetzt vorangehen? Ich will jetzt erstmal gucken, ob es am Strom liegt. Das heißt, ich habe hier ein Messgerät und mache jetzt erstmal mal eine Durchgangsprüfung. Okay, passiert nichts. Jetzt bin ich mir nicht sicher, wie es hier drin ist. Deswegen testen wir mal, was passiert, wenn wir das hier an mein Solarsystem anschließen. Und bevor ich irgendwas mache, habe ich hier dieses tolle Ding, da kann man Stromkabel anschließen. Das heißt, ich kann das hier anschließen und hier reinstecken. Aber ich teste erstmal, ob das auch wirklich 12 Volt hat. Ja, perfekt. Okay. Das heißt, jetzt schließen wir die Pumpe mal an und gucken, was passiert. Okay, es passiert nichts. Auch die Spannung an diesem Gerät hier zeigt alles ganz normal. Das heißt, scheinbar sind die Kabel, irgendwas ist hier falsch. Machen wir das mal auf. Okay. Stecker ist gezogen, jetzt gucken wir, ob die Kabel noch in Ordnung sind. Jetzt gehen wir hier eine schwarze Kabel, jetzt müsste das piepsen. Ja, die schwarze ist schon mal nicht kaputt. Okay, die Kabel sind nicht kaputt. Okay, so meine Freunde, es gibt eine neue Theorie. Die Pumpe funktioniert an für sich nur, wenn sie im Wasser liegt. Deshalb mache ich das jetzt nochmal mit Wasser. Ich fülle die jetzt nochmal komplett auf. Und dann meine zweite Theorie. Vielleicht war einfach dieser Stecker falsch rum drin. Das finden wir jetzt heraus. Ne, tut sich absolut gar nichts. Schade. Neuer Tag, neues Glück. Beziehungsweise sind sogar 2 Tage vergangen. Ich bekomme die Pumpe leider nicht repariert. Also scheinbar ist es kein elektrisches Problem. Ich vermute, man muss nur den Motor tauschen. Und der kostet, glaube ich, in der Regel 5, 6, 7, vielleicht 10 Euro. Die Reparatur kostet 35 Euro. Und diese 100 Euro Spende hätte perfekt gepasst, hätte ich keine Anschlüsse für das Geld gekauft. Das heißt, ich kann momentan mir nicht leisten, die Pumpe zu reparieren. Und muss mir jetzt die elendige Arbeit machen, das hier per Hand zu schleppen. Ich habe mir jetzt vorgenommen, morgens 2-mal zu laufen und abends 2-mal zu laufen. Aber der Weg runter zur Strömung und wieder hier hoch, der macht mich fertig. Also insgesamt muss ich ja 1000 Liter holen, das heißt 1000 Tonnen.
muss ich jetzt runter und hoch schleppen und das ist echt verdammt anstrengend. Die blauen Kanister hier oben sind jetzt gefüllt, der Absperrhahn ist geschlossen. Jetzt geht es darum, 1000 Liter in den 1000 Liter Tank zu bringen. Ja, dann würde ich mal sagen, wir gucken, ob alles wasserdicht ist und ob alles schön ist und schauen uns mal den 1000 Liter Tank an. Für mehr Realität auf Social Medias. Ich hatte gestern einen richtigen Down, einen richtigen Tiefpunkt und habe deswegen nur passiv gefilmt. Ich habe den 1000 Liter Tank jetzt fertig installiert. Das heißt, ich habe einen Sonnenschutz gemacht, damit drinnen nicht so viele Algen wachsen. Habe nochmal einen Wassergraben gezogen, wo der Schlauch dann vergraben wird. Und kam dann spontan auf die Idee, hier noch eine kleine Gartenfläche zu machen. Hier soll ja dann ein Hühnerstall entstehen. Und ja, da zeigt sich wieder das 80-20-Prinzip bzw. das 70-30-Prinzip. 70% der Arbeit schafft man in 30% der Zeit und für die letzten 30% Arbeit, seht ihr hier, braucht man 70% der Zeit. Aber eine richtig gute Nachricht, alles funktioniert, wie es funktionieren soll. Also die Seite muss ich noch fertig machen und ich weiß nicht, ob ihr das Wasser hier seht. Es ist noch nicht 100%ig gerade, das heißt, hier muss ich noch ein paar Steine drunter legen. Dann geht hier der Schlauch entlang. Und hier enden dann die Schläuche. Ich habe hier ein System gemacht, dazu gibt es ein Video. Und jetzt gucken wir mal, ob alles hier gut läuft. Mein Ziel ist es, dass die Eimer sich gleichzeitig gleichmäßig auffüllen. Und ich kann hier mit einem Ventil alles auf einmal schließen. Dann ist hier meine wunderschöne Dusche. Das Problem ist, mit dem 1000 Liter Tank, da war Öl drin und ich habe es gesehen, da schwimmt jetzt oben an der Oberfläche Öl. Das heißt, ich will den 1000 Liter Tank wirklich nicht leer machen, weil sonst dusche ich mich hier mit Öl, mit Kerosin und das wollen wir nicht. Schauen wir mal, wie das hier funktioniert. Wir haben hier einmal Wasser und jetzt müsste hier auch noch Wasser kommen. Yeah! So, meine Freunde, hier erkläre ich euch gerade, dass das Video jetzt aufgesplittet wird. Ich komme mit dem Schneiden nicht hinterher. Das heißt, nächste Woche erwartet euch dann der Rest mit dem Dammbau und auch das Thema Brunnenbohren und auch das Thema Hausbau. Ich habe mir Steinmehl organisiert und fange jetzt mehr oder weniger mit dem Hausbau an. Und dann möchte ich auch nochmal auf das Thema Spenden eingehen. Also, lieber Frank, du hast praktisch dieses Video erstellt, mehr oder weniger. Also wenn deine Spende nicht gekommen wäre, hätte ich jetzt keinen 1000 Liter Tank installiert. Ich hätte so viel mehr Schwierigkeiten. Von daher vielen, 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 vielen Dank. Und hier gibt es auch zukünftig eine kleine Änderung. Ich möchte das natürlich alles so transparent gestalten wie nur möglich. Und möchte eure Anonymität natürlich auch gewährleisten. Das heißt, ich werde zukünftig nicht mehr eure Spendennamen einblenden, aber euer Kommentar bei der Spende, den kann ich immer einblenden. Das heißt, wenn ihr erwähnt werden wollt, schreibt gerade in die Beschreibung sowas wie Gruß Frank. Und dann zeige ich euch natürlich nach bestem Gewissen, was ich mit euren Geldern mache. Und solange das Brot in meinem neuen, nicht fertigen Brotbackofen backt, gehen wir mal auf die Spenden ein. Also lieber Frank, 100 Euro, krasse Scheiße, vielen, vielen, vielen Dank. Für jeden, der auch so viel Geld spendet, ihr bekommt ein ganzes Video dafür. Also ich bin da so unglaublich dankbar für. Der 1000 Liter Tank, der hat 65 Euro gekostet. Dann habe ich Anschlüsse für 18 Euro gekauft. Das heißt, wir waren dann bei 83 Euro. Die restlichen 17 Euro habe ich aus Sicherheit nicht ausgegeben, weil ich nicht wusste, ob das mit den Anschlüssen passt und so weiter. Ich will mir noch ein Ventil davon kaufen für 7 Euro. Und für die letzten 10 Euro bekommst auch du einen Baum. Dann kam eine weitere Spende von Max. Es gibt jetzt 3 Maxe, die hier spenden. Richtig geil. Du hast mir sogar eine E-Mail geschrieben, damit ich dir meine IBAN zuschicke. Also auch für alle, die kein PayPal haben, gerne eine E-Mail an healing.earth.pt@gmail.com und dann könnt ihr mir gerne was spenden. Und ja, Max, du hast dazu geschrieben, die Sachbuchspende Grün Essen. Das Buch ist bestellt und angekommen. Ich habe es nach Deutschland schicken lassen, weil die Versandgebühren für das eine Buch bei 9 Euro lagen. Und meine Familie schickt mir sowieso eventuell bald ein Paket. Dann könnt ihr das mir hier kostenlos zuschicken und wir haben für dich 9 Euro gespart. Und dann hast du noch so geile Sachen dazu geschrieben. Also erstmal mega geil, dass du dich hier in Portugal auskennst. Und die Maulbeere, Nispero, absolut perfekt. Also gerade die Maulbeere. Eventuell pflanze ich die noch dieses Jahr. Wenn ich den 1000 Liter Tank voll bekomme, aus meiner eigenen Strömung, eventuell mit einer Solarpumpe, die ich mir momentan nicht leisten kann,
dann werde ich jetzt bald noch den Maulbeerbaum pflanzen. Dann Nispero, auch ein sehr interessanter Baum. Also der wird sehr oft zum Veredeln benutzt, weil der Stamm so gut ist und auch ein ziemlich bedürfnisloser Baum. Das heißt, der ist jetzt nicht so anspruchsvoll, was Düngung angeht und sandiger Boden. Also richtig geil. Und wir haben auch über die Fava-Bohne gesprochen. Und die habe ich jetzt dort am 1000-Liter-Tank ausgesät. Also vielen Dank auch für den Hinweis mit der Fava-Bohne. Genau, das heißt, bisher von deinem Geld habe ich nur das Buch bestellt. Und den Rest werde ich dann wahrscheinlich, kommt drauf an, wie das jetzt mit dem 1000-Liter-Tank läuft, in den nächsten Tagen, Wochen ausgeben und dann natürlich auch zeigen. So, 1,5 Stunden später, richtig guter Brotgeruch hier. Und es ist noch wirklich heiß, nach 1,5 Stunden. Bleibt jetzt bis morgen früh hier drin, dann gibt es morgen lecker Brot. Und ja, ich bin jetzt auf dem Weg zum Dumpster-Diven und möchte noch ein paar ehrliche Worte loswerden, vor allem die, wo sich wirklich um mein Wohlergehen kümmern. Ich hatte am Dienstag ein ziemliches Down. Also der Grund dafür war, zum einen habe ich scheinbar einen Fuchs oder mehrere Füchse, die meine Erdbeeren aufessen und eine ganze Zwiebel einfach aus dem Boden genommen hat. Dann habe ich Schnecken, die zwei oder all mein Brokkoli gegessen haben, zwei Pflanzen. Und diese Caterpillar, diese Raupen mit diesen Härchen, die meinen Kohl aufessen. Dann war Dienstag auch noch der Moment, dass sich hier eine Hornisse einnistet. Und die geht einfach nicht weg. Ich sprühe da jetzt immer so Wasser hin, um die zu verscheuchen und wegzutreiben. Aber die kommt immer wieder zurück. Und das ist echt nicht angenehm, wenn man hier irgendwie was schnippelt und dann zischt da so eine übertrieben laute Hornisse. Und dann kam aber der schlimmste Punkt. Ich wollte Dumpster-Diven gehen. Dann ging beim Einschalten die Reservewarnung an und ich hatte keinen Sprit mehr, um mir Essen zu holen. Und dann habe ich meine Essensnotfallvorräte gecheckt. Ich habe für mehrere hunderte Euros Notfallvorräte gelegt, aber seit einem Jahr abgelaufen. Und Dienstag habe ich dann eine Packung aufgemacht und da war tatsächlich Schimmel. Also ich musste mehrere Packungen Mehl wegschmeißen. Und dann war ich erstmal lost und wusste nicht, wie ich an Essen rankomme. Und deswegen will ich das Thema selbst Versorgung jetzt wirklich, wirklich ernst nehmen und mich auch vom Auto unabhängiger machen. Ich will nicht so abhängig vom Auto sein. Sich ein autarkes Leben aufzubauen, das dauert Jahre, wenn man kein großes Startkapital hat. Und ja, wenn die anderen Lebewesen hier auf dem Land, Füchse, Schnecken und so weiter in meinen Garten so aufessen, dann bleibt mir davon nicht viel übrig. Dieses Jahr habe ich mit 20-30% Selbstversorgung gerechnet. Jetzt wären es wohl eher 20%. Aber schauen wir, wie es weitergeht. Auf jeden Fall dank euren Spenden werde ich auf jeden Fall schon mal Pfirsiche haben, Äpfel, Pflaumen. Ich weiß nicht, ab wann die Früchte geben. Aber dank euren Spenden kann ich mir auch hier selber Essen leisten, das ich selber anbaue. Und ich ernte ja natürlich auch schon den Knoblauch hier zum Beispiel. Das heißt, es ist Besserung in Aussicht und ich will euch da ein bisschen mitnehmen, deswegen hier noch ein bisschen Smalltalk am Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns nächstes Wochenende, euer Robin.